Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben YouTube-Freunde. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin hier heute bei den Angelteichen Räubke. Ja, mit dem einen oder anderen, den ihr auch schon aus meinen Videos kennt. Unter anderem zum Beispiel dem Tom, mit dem Dennis, mit dem Dave, aber auch mit dem lieben Alec und seinem Papa tatsächlich heute mal hier zum Angeln. Und wir wollen heute mal versuchen, hier am großen Lachsteich den ein oder anderen Salmoniden auf die Schuppen zu legen. Und bin mal gespannt, wie der heutige Tag so wird. Ich denke, es wird vielleicht eher ein bisschen schwieriger. In der letzten Woche noch teilweise bis zu minus 16, minus 17 Grad. Heute sollen es in der Spitze plus 16 werden. Also ich bin mal ganz gespannt, was der Tag bringt. Aber ich bin mir fast sicher, irgendwas kriegen wir auf jeden Fall. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Video und wir hören uns später. Dennis, mein Freund. Ja. Jetzt ist doch der Druck schon runter, oder? Sei doch mal ehrlich. Ich mache mir nie Druck, ne? Klar, du denkst mal, am Teich muss fangen. Aber Druck mache ich mir nie. Aber es ist immer schöner, wenn die am Anfang schon mal ein paar Fische rauskommen. Ne? Und nicht so zwei Stunden angeln und noch nichts mit Besatz, so, weißt du? Mal gucken, wie es läuft. Bin ganz gespannt. Also ich glaube auch, das wird nachher auch noch ein schwieriges Brot, glaube ich. Das war auf Ansage an dem Tag. Ich habe es euch gesagt, Jungs, Forest Fix Match. Und was war's? Forest Fix Match. Und den werde ich auch nachher wieder peitschen übers Wasser. Wenn die oben stehen, wird der auch gut gehen. Da war der, wie nennt man das nochmal? Oh! Nee. Geil! Da kommt er. Schön auf dem Kroku. Kroku. In Pink. Hast du? Wunderbar. Besten Dank. Zack. Sehr schön. Da ist er. Die ersten Filets des heutigen Tags. Schöner Fisch. Super. So, ihr Lieben, der erste Fisch heute hier, eine schöne Lachsforelle, 2,3 Kilo hat sie, also tatsächlich schon gewogen, hat wie gebissen auf den Kroko, den neuen Köder von uns, in einer meiner Lieblingsfarben, in diesem schönen Pink, stark UV-aktiv das Ganze. Wir wollen mal gucken, ob wir hier vielleicht noch eine von nachlegen können. Ihr seid wie immer mit dabei, wir sehen uns gleich. Gleich mal den Teigtroschen auf den Stand. Können wir machen. Hier gibt noch ganz viele verschiedene mit. Wir können auch gleich mal einen probieren in Pflaume zum Beispiel. Was wir auch noch mal gleich probieren können, vielleicht stehen die da drauf. Ich habe noch geflavorte Marshmallows mit. Klingt wirklich weird, ist aber so, treibt halt auf. Ne? Dass wir gleich mal einen geflavorten Marshmallow nehmen. Ich habe Bienenmadenaroma mit, ich habe Kadaveraroma mit, ich habe. Kadaver ist heftig, hier riecht da mal dran. Ist geil, oder? Geil ist da gar nichts. Ich wollte gerade sagen, also. Das riecht da mal dran. Ich hab damals mal ein Hechtspray gekauft. Ne? Ich bin fast gestorben, als ich das einmal gespürt. Auf dem See, es war mega windig. Einen Sprühstoß, ich bin fast verreckt. Ich sag dir das, wenn du da jetzt dran riechst, da verreckst du sofort. Nein, pass auf, doch, das musst du jetzt machen. Das musst du jetzt mal testen. Also eine Mundprobe? Ja. Ja. Boah, riecht das schon mal. Ja. Gern umgekehrt. Willst du auch mal eine Nase haben, aber nicht so krass, das stinkt erbärmlich. Das ist, aber kann sein, dass der Fisch halt darauf steht. So, ja. Diese ganz extremen Gerüche, das heißt schon Kadaver, da weißt du auch, warum das so... Das ist echt übel. Jetzt überleg mal, das wird geflavored mit so einer Tinktur.
wo ich die Tinktur aufgemacht habe, um das ins Glas zu machen. Ich bin sofort. Ich stand da und ich konnte nicht mehr. Oh! Da hört man die Bremse pfeifen von Dave. Da vorne. Ich stehe in der Sonne. Komm, gehen wir mal eben rüber. Den, pass auf, den hole ich mir jetzt. Ganz vorne. Ja, pass auf, wie der junge Gott Max jetzt gleich kommt. Dann geh mal mit dem. Hast du das gesehen? Wie ein Profi, Junge. Wie ein Profi. So, Dave, sag doch noch einmal was hier. Petri, Dave. Zeig mal her, das Fischchen. Schöner Lachs. So, Dave, Petri. Petri, Dank. Da ist er. Der Dennis. Guck. Es sollte doch so sein, Dennis. Anton Spezial Blau-Weiß, echt? Anton Spezial Blau-Weiß? Steht aber gut drin, ne? Da pfeift die Bremse. Kannst du direkt wieder zum Warten geben danach, nach dem Drill, weißt du? Mach mit der Ruhe, Dennis. Ich wollte Sarah sagen. Scheiße. Aber trotzdem kann man sagen, ein kräftiges Petri, Dennis. Oh, Fixmatch. Ich hab's gesagt, Forest Fixmatch. Dennis, der Fixmatch. Alles klar. Zack, ich danke dir. So, Leute, da ist der nächste. Ihr seht's, Forest Fix Match hat mal wieder zugeschlagen hier. War nicht einfach, aber Fisch Nummer 2. Gucken wir mal. Ah, ist ein bisschen leichter. 1,96 Kilo hat das Moped. Aber ich denke, schönes Fischchen. Hat sich wieder gelohnt. Knapp 2 Kilo hat ja der Kollege hier. Wir machen weiter. Wollen wir mal gucken, ob noch was geht. So, ihr Lieben, wir sind jetzt soweit mit dem Angeln fertig, aber ich dachte, mir hat es heute sehr, sehr gut gefallen, deswegen dachte ich mir, ich gebe euch auch mal die Möglichkeit zu sehen, was hier hinter den Kulissen abgeht, vor allen Dingen, mit wem es hier hinter den Kulissen abgeht und wem ihr vielleicht auch verdanken könnt, dass es hier wirklich ein schönes neues Gewässer, einen schönen neuen Ort in der Region gibt, wo man auch mal gerne zum Angeln hinkommen kann. Ja, stellt euch doch am besten vielleicht mal kurz vor, wer seid ihr? Seit wann macht ihr das hier mit der Anlage? Wann habt ihr die Anlage übernommen? Und vielleicht, wo soll die Reise noch hingehen mit euch? Ja, liebe YouTuber, wir sind die Familie Räubke. Wir haben die Anlage im Januar hier übernommen und gefühlt sind wir schon ewig hier. Aber es sind erst 1,5 Monate und es macht uns total Bock. Also ich bin seit 40 Jahren selbst Angler. Ich habe das gerade schon kurz dem Max gesagt. Es ist natürlich unwahrscheinlich schwierig, als Angler hier immer zugucken zu müssen, aber das ist leider die Kehrseite davon. Ja, das ist meine Frau, die Priscilla, mein Sohn, der Max, und wir rocken das jetzt hier. Und wir haben hier noch ein paar richtig geile Sachen vor und wir sind da auf dem Weg, viele Veränderungen hier noch einzubringen. Ich wollte es gerade sagen, ein bisschen was habt ihr schon gemacht. Also ich habe mir im Vorfeld ja auch mal so ein bisschen probiert, mich in die Historie reinzufinden. Ich glaube, vorher war der große Lachsteich, vor dem wir hier stehen. Es
gar kein großer Lachsteich, sondern? Das waren zwei Teiche, also es war eine Anlage, dass wir vorne den Vierer hatten, das war der Viererteich und dahinter war der große in Anführungsstrichen. Mhm. Und jetzt ist es ein Teich geworden, also ein großer Teich. Und wir sind auch noch hinten am Premium-Teich am Überlegen, weil der auch sehr gut angenommen wird. Premium-Teich heißt bei uns, wir haben wechselnden Besatz. Mhm. Also wir machen jeden Monat was anderes, weil sonst wird es ja auch für die Angler langweilig. So, wir haben jetzt im Februar zum Beispiel einen Mischbesatz zwischen Regenbogenforellen und Saiblingen, nur bis 1 Kilo. Im nächsten Monat soll es dann Goldforellen und Regenbogenforellen werden und so weiter. Vielleicht für den Sommer Wels und Regenbogenforelle oder Störe. Also müssen wir nochmal gucken. Da sind wir so am Überlegen, was wir da nochmal machen. Also immer quasi etwas Wechselndes, aber etwas Interessantes. Wo man sagen kann, man hat so das Standardrepertoire, das Standardportfolio, dann immer etwas Exklusiveres, so möchte ich es sagen. Genau, man will ja auch immer, ne, ich bin ja, wie gesagt, ich bin selber Angler und ich weiß, dass wir irgendwann wird es langweilig. Ne? Mhm. Und dann will man natürlich irgendwo eine Herausforderung haben. Mhm. Und dann kommt dann wieder, kann man wieder was anderes fangen gehen. Ne? Und das ist das Wichtige, dass man die Leute auch immer bei der Stange hält, sage ich mal so. Ne? Ist auch wichtig. Ist auch wichtig, gerade so in Zeiten von diesen ganzen Social Media Zeiten, auch mit Leuten durch uns. Die Leute lernen ja auch sehr, sehr viel kennen, viele Anlagen, viele Ideen und Konzepte dahinter. Doch da muss man natürlich versuchen, immer mal am Puls der Zeit zu bleiben, was Schönes Neues zu machen. Und ich denke da gerade mit der Vergrößerung jetzt, dass er quasi aus 2-1 gemacht hat. Persönliche Meinung, vielleicht seht ihr das anders, das ist meine persönliche Meinung, alles richtig gemacht. War schön. Wie viele Personen kriegt ihr jetzt hier dran? Ich meine, es ist immer noch Corona, Leute, ihr seht es auch bei uns, wir haben einen gewissen Abstand voneinander, sonst würde ich mich wahrscheinlich direkt daneben stellen. Aber wie viele Leute könnt ihr denn jetzt zum Beispiel am Lachsteich, wie viele Leute können da aktiv angeln? Aufgrund von Corona können wir im Moment 19 Personen unterbringen. Wir müssen ja den gewissen Abstand wahren, wir haben auch ein bisschen mehr noch gemacht, damit jeder Angler seinen Freiraum hat. Mhm. Ansonsten, wenn jetzt Corona vorbei ist, irgendwann hoffen wir, dass wir, ja, ich denke mal so 25 würden wir, dass ja auch jeder, weil wir wollen nicht dahin, dass jeder so eng aneinander steht und nicht mehr angeln kann, weil da legen wir keinen Wert drauf. Wir möchten lieber dann weniger Angler dran haben und jeder kann seine Angelzeit genießen. Macht auch Sinn. Ich habe auch heute gesehen mit 19 Personen, das war wirklich schön. Also man konnte noch ganz entspannt auch werfen und gerade der Trend in der Angelszene geht ja auch immer so ein bisschen mehr davon weg, mit Hose und sowas zu angeln, sondern vielleicht mehr aktiv mit Teig, mit Bienenmaden zu schleppen, Spoon, Gummi, Wobbler natürlich, klar. Ja, ja. Und auch gerade dann macht es ja Sinn, wenn man mal auch vielleicht ein bisschen weiter nach links oder ein bisschen weiter nach rechts werfen kann. Also ich fand es heute, wie gesagt, sehr angenehm. Man hört ja auch schon immer im Hintergrund das Plätschern. Ich glaube, ihr seid ja auch relativ gut gesegnet, was Wasser angeht. Also, ja, das stimmt. Wir haben heute geguckt, Teich war gut voll, auch die vom Wasser her fand ich sehr angenehm. Wo kriegt ihr denn euer Wasser her? Oder? Also wir haben den Vorteil, ihr werdet es mit Sicherheit auch im Video sehen, bei den Luftbildern zum Beispiel, dass wir hier direkt um unsere Teiche die Aase fließen haben. Der Fluss führt bei uns immer sehr viel Wasser, weil wir im unteren Bereich noch eine Staumühle haben. Das heißt, wir haben immer denselben Wasserstand, auch im wärmsten Sommer, was uns natürlich total zugute kommt. Wir leiten das Wasser in die Teiche ein, es läuft durch alle Teiche durch und geht dann wieder zurück in die Aase. Die Hälterbecken sind genauso mit Aasewasser gespeist. Das heißt, die Fische sind immer im frischen Wasser. Also ob es noch so heiß ist, ne? Also die Aase wird immer diesen Wasserstand haben. Und das ist natürlich für uns ein absolutes Highlight. Wir hatten das jetzt auch bei dem Eis. Ne? Die Einläufe waren immer noch frei, konnten noch befischt werden. Ne? Und andere Teiche waren lange schon zu. Ne? Ja, lange. Ja. Das stimmt. Der nächste Vorteil ist nicht, dass ihr ziemlich viel Wasser habt. Ja. Ihr habt auch viel wechselndes Wasser. Genau. Dadurch, wie ihr es passend gesagt habt, ich denke, das ist jetzt eine Mutmaßung, aber selbst im Hochsommer, wenn wirklich die Sonne sehr hoch steht, wie ihr hohe Temperaturen drauf kriegen sollten, ich denke, bis sich das Gewässer richtig aufheizt, das dauert einen Moment. Und ich kann davon ja zumindest ausgehen, dass die Wassertemperaturen hier hoffentlich. Wir werden auch im Sommer noch Forellen besetzen können, mit Sicherheit. Wir haben auch noch die Idee, dass wir hier auf den großen Teich noch einen Lüfter draufsetzen für den Sommer, ne, dass wir in der Mitte in den Lüfter setzen, dass man keine Schnüre oder was hat zum Angeln. Und dann können wir da auch noch ein bisschen mehr Sauerstoff reinbringen und dann sollte das über den Sommer funktionieren. Also wir haben im Vorfeld darüber diskutiert, was machen wir im Sommer, wie können wir es handhaben. Und wir sind nicht die Freunde davon, jetzt hier diese Afro-Wilze, die Warmwasserfische einzusetzen, weil es ist einfach für die Fische auch zu schade, wenn wir sagen, so die bei einer gewissen Temperatur sterben die. Ja. Ne, und dann können wir hier den Bestand, der noch drin ist, einfach abkeschern, weil es ist ein Warmwasserfisch. Ne? Der gehört nicht in unser Gefilde.
Und wir müssen halt auch ein bisschen aufpassen hier. Wir haben ja, wie gesagt, die Aase. Ja. Falls da mal doch aus Versehen ein Fischwechsel passieren sollte, das hätte fatale Folgen. Ne? Es wäre fatal, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich finde es gut. Man sieht auch, dass ihr hier an dem ein oder anderen Eckchen schon gearbeitet habt und was tut. Auch hier die ganzen Wege sind alle vernünftig befestigt. Werdet ihr dann auch im Video sehen. Sprich, ihr steht an den meisten Stellen wirklich auf verdichteten Boden mit Kies drauf, teilweise sogar komplett gepflastert an einigen Stellen. Also auch da, und es war ja, wir kommen gerade aus der Eiszeit, es war sehr nass alles. Es war trotzdem ohne weiteres beangelbar, ohne dass ich aussehe nachher wie ein Schlunz. Das war alles vollkommen in Ordnung. Ne? Was sind denn so eure Zukunftsideen vielleicht noch für die Anlage? Was sind so ein paar Träume, wo ihr sagen würdet, das möchten wir noch für den Angler bieten, das möchten wir gerne tun? Also wie ich gerade schon erwähnt habe, sind am Überlegen, dass wir hinten den Dreier und den Premium-Teich zusammenschließen, was dann natürlich auch nochmal einen viel größeren Teich bewirken wird, weil wir ja jetzt hier über den Lachsteich die Leute zufriedenstellen, die große Forellen fangen wollen. Das ist dann eher der Portionsbereich, ne, wo wir dann halt auch diese Highlights mit reinbringen, um das einfach zu vergrößern, dass man auch mehr Platz hat. Klar haben wir dann noch ein paar Mietteiche, die sind auch wichtig, weil gerade hier der Einsatz zum Beispiel, das ist unsere Badewanne, der wird unwahrscheinlich gerne genommen, um unseren Nachwuchs auch ein bisschen zu fördern. Ne. Wir haben da immer Papa und Sohn, Papa und drei Kinder waren heute dran, ne, und die haben alle ihren Spaß und die kommen dann auch zum Angeln hin, werden zum Angeln hingeführt. Und ich finde, also das finden wir, das ist auch sehr wichtig, dass man unseren Nachwuchs da auch ein bisschen fördert, weil ne, wir sitzen mittlerweile alle vor der PlayStation oder bei YouTube. Ne? ist dann die andere Sache, aber da sollen sie ja auch mal ab und zu reingucken, weil da können sie auch was lernen, denke ich. Ne? Aber das ist zum Beispiel eine Sache, so was wir hier im Gastrobereich. Also unser Plan ist dann noch, dass wir unsere Terrasse verschönern als Biergarten so ein bisschen. Dass sich auch die Leute dann vernünftig hinsetzen können, auch die Fahrradfahrer auch mal vorbeikommen können, weil wir ja sehr ländlich hier auch gelegen sind, was sehr schön ist. Dann ist unser Ziel halt an sich auch, den Angler zu bekommen, der viel Spaß am Angeln hat und auch weitgerecht mit den Fischen umgeht. Ne? Das sind ja auch solche Sachen und das ist uns auch sehr wichtig. Dann ist uns wichtig, dass wir einen familiären Eindruck, auch eine familiäre Atmosphäre hier haben, dass sich so alle untereinander verstehen, dass man sich sympathisch ist und dass man über alles reden kann. Und wir für uns als Neue, wir legen viel Wert auf Resonanz und wir ziehen uns dann so quasi das raus, wo wir denken, okay, das könnte funktionieren. Ne? Und ist das auch wichtig, dass man im Gespräch bleibt mit den Leuten. Also auch dann immer für Feedback offen. Genau. Wenn die Leute Verbesserungsvorschläge haben, immer Bescheid sagen. Hört mal, ihr seht es hier auch an den schicken Jacken, die sie anhaben. Gebt also gerne Feedback rein, wenn ihr Dinge habt, die ihr schön findet oder wo ihr sagt, da könnten wir vielleicht noch Dinge besser machen. Ja? Dann haut die Leute an. Wir sagen immer, sprechenden Leuten können wir helfen. Die mit einer langen Nase hier runtergehen, denen können wir nicht helfen. Ne? Nee. Das ist jeder, der sagt, wo liegt das Problem. Wir sagen immer, es gibt keine Probleme. Ne? Ja, es gibt eine Lösung. Ne? Das ist so unsere Einstellung. Ne? Und ich denke, damit fahren wir ganz gut. Ja, ich denke auch. Also, wie gesagt, ich fand es sehr schön hier. Ich habe den Tag hier sehr genossen. Ja, und kann euch nur ans Herz legen, kommt mal vorbei. Wirklich eine schöne Anlage, wo noch einiges geplant ist. Im Übrigen auch, ich habe heute die legendäre hausgemachte Frikadelle gegessen. Ja. Die war wirklich gut, Leute. Also alleine dafür lohnt es sich schon, wenn ihr nicht angelt, mit dem Fahrrad rumzukommen. Ja? Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß bei dem Film. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute da war und dass ihr auch hier euch die Zeit genommen habt. Ja? Und euch noch viel Spaß mit dem Video. Ja, viel Spaß. Ciao. Soll ich sagen, ne? Das ist heute echt eine ganz schwierige Nummer hier. Morgens ganz klassisch wie immer mit einem Anton Spezial angefangen. Wie gesagt, ich wähle da immer Schockfarben für den Morgen. Ich habe da heute Morgen wieder versucht, auf meinen Anton Spezial mit diesem etwas abgewandelten LT31 Dekor zu angeln. Sprich oben und unten orange auf der Vorderseite, Glow in der Mitte, Rückseite schwarz. War damit aber jetzt nicht wirklich erfolgreich, muss ich sagen, heute Morgen vorm Besatz. Dann kam der Besatz rein und auch da wurde hier am Teich wirklich kaum gefangen. Dann
auf den Kroko gewechselt, ein paar Farben durchprobiert und dann schlussendlich meiner Lieblingsfarbe, dem Schweinchen Rosa, angekommen. Und darauf hat es ja dann zum Glück auch nochmal geklappt. Wirklich ein schöner Fisch ist rausgekommen mit 2 und ein paar Kilo. Und ja, schlussendlich dann, wo wirklich am Teich fast gar nichts mehr ging, dann wirklich nochmal einen Vertrauensköder von mir ausgepackt, der mir auch in schwierigsten Situationen immer mal nochmal irgendwie einen Fisch mitgebracht hat. Das war der Forest Fix Match. Ja, da wirklich dem Köder nochmal Vertrauen geschenkt und wurde ja auch belohnt. Prompt, nachdem ich es quasi hier bei meinen Angelkollegen angekündigt habe, zack, schon kam der Biss. War nochmal eine schöne Forelle mit knapp 2 Kilo. Und ja, ich denke, für die schwierigen Bedingungen, die wir hier heute hatten, absolut in Ordnung. Ich muss dazu nochmal sagen, wirklich heute Morgen relativ kalt, 5 Grad. Letzte Woche waren es bei uns in Bielefeld, ich weiß jetzt nicht, wie kalt es hier war, aber hatten wir bis zu minus 19 Grad. Und heute in der Spitze, ich glaube, plus 17. Das sind immerhin ja, knapp 36 Grad Temperaturdifferenz. Und ihr kennt es vielleicht auch von euch, dass selbst ja, kleinste Änderungen teilweise im Luftdruck oder auch in der Temperatur euch vielleicht auch Kopfschmerzen bereiten. Und wie soll das denn erst auf die Fische wirken? Wie sollen die quasi da Appetit haben oder zum Fressen angeregt werden? Das war echt eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Deshalb alles nicht so ganz einfach. 36 Grad Temperaturdifferenz innerhalb von knapp einer Woche. Das macht auch, glaube ich, keine Forelle mit. Also von daher, ich verübel es den Fischen nicht. Der Besitzer, der Peter, hat hier, weiß ich nicht, ob 5 Schubkarren Fisch reingebracht. Und am Fisch lag es nicht. Es wurde, wie gesagt, kräftig besetzt. Das kann ich euch versichern. Und ja, am Betreiber lag es nicht. Es ist einfach schwierige Bedingungen, von ganz kalt bis ganz warm. Wer soll denn da noch Lust zum Beißen haben? Aber ist nicht schlimm. Ich denke, 2 schöne Fische konnten wir verhaften. War wirklich ein schöner Tag, auch mit dem Alec. Mit dem Vater vom Alec und auch mit dem Dennis van Dillen, dem Tom Steigert, mit dem Dave Limited auch. Also auch hier unter anderem auch sehr gute Angler am See und sehr erfahrene Angler. Und trotzdem war es halt sehr mau, war nicht nur bei uns sehr mau, sondern wie gesagt, im Allgemeinen wurde nicht wahnsinnig viel gefangen. Ich schätze am ganzen See, am ganzen Teich bisher vielleicht 15 Fische. Und davon hat der Dave eine, der Dennis 2, Tom glaube ich auch eine und ich auch 2. Also entsprechend könnt ihr euch ausmalen, bei insgesamt 19 Anglern ist das schon ein ziemlich gutes Ergebnis. Es ist jetzt kurz vor 3. Wir packen jetzt hier auch gleich, denke ich, zusammen, brechen die Zelte ab und treten den Heimweg an. Wichtig auch an solchen Tagen, ich weiß, das kann manchmal sehr zermürbend sein, wenn man hier steht und irgendwie nichts funktioniert. Bleibt trotzdem dran, versucht viel aus, versucht wirklich viel auch durch die Köderarten, sage ich mal, zu wechseln. Sprich, auch wenn es Nachmittag ist und die Sonne sehr hoch steht, versucht mal auf diverseste Spoons noch mal ein bisschen was zu machen. Versucht es auf Gummiköder, gerne auch noch mal, wenn ihr sie habt, denn auch mal einen Wobbler versuchen und vor allen Dingen ganz, ganz viele verschiedene Farben zu probieren, weil häufig kann der Farbwechsel, ihr kennt es ja aus meinen Videos und auch schon Videos zum Beispiel von Erwin, kann dieser Farbwechsel wirklich nochmal Fisch bringen. Also immer dranbleiben, nicht müde werden, was das Werfen und die Versuche angehen, sondern immer dranbleiben, weiter versuchen. Und um es mit alter Perch Pro-Manier zu sagen, keep on hammering, Leute. Das ist so die Devise, nur der Köder, der auch wirklich im Wasser ist, kann Fisch bringen. Also immer dranbleiben. Auch, wir haben es heute auch gemacht, wir hatten natürlich auch mit 2 Ruten ist ja erlaubt, entsprechend zu angeln für den Tagespreis. Das haben wir natürlich auch gemacht, das heißt, ich hatte noch eine auftreibende Montage mit dem Wasser. Die hat gar keinen Fisch gebracht und ich glaube im Allgemeinen hatte fast jeder Angler eine Zweitrute im Wasser, eine stille Rute. Und auch die, also ich glaube, ich einen einzigen Fisch auf die stille Montage, der hat sich auch wieder gezeigt, wenn gefangen wurde, dann sehr viel auf aktiv, sprich mit einer geschleppten Paste oder natürlich mit Wobbler, Spool und Gummi. Also auch in solchen Tagen bleibt immer aktiv, bleibt dran und hämmert kräftig eure Köder durchs Wasser, denn ich denke, das bringt auf jeden Fall am Ende des Tages Fisch.
So ihr Lieben, das war's. Wir haben heute den Angeltag hier an den Angelteichen Reubke soweit beendet. War ein schöner Tag, war ein sonniger Tag, auch wenn es leider nicht so fischreich war. Aber ich denke trotzdem, wir hatten eine Menge Spaß, die Stimmung war gut. Und endlich mal der erste schöne Frühlingstag für mich in diesem Jahr. Von daher, da ging mir auch das Herz auf und mir hat es super gefallen. Auch die Familie Reubke, die die Angelanlage erst seit wenigen Wochen betreibt, denke ich, hatte schon einen sehr schönen Ort geschaffen zum Angeln, zum Spaß haben und auch zum Entspannen. Und viele Dinge sind auch noch geplant. Also ich kann euch nur den heißen Tipp geben, wenn ihr hier mal in der Gegend seid, checkt die Anlage gerne mal ab. Link unten und die Adresse zu der Anlage findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und guckt da gerne mal vorbei. Macht wirklich Spaß hier und kommt einfach mal rum. In dem Sinne, wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr hier noch mehr von uns sehen wollt, dann ihr wisst es, hier unten findet ihr den Abo-Button. Klickt da gerne mal drauf. Hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank. Und bis später. Ciao, ciao. Euer Max.